Na, ihr Nudeln. Willkommen zum Community-Check mit Hatti und Tien und Machti. Los. Jens Prohaska fragt uns, denkt ihr, dass Deutschland den Titel holen kann? Mit solchen Prognosen bin ich immer vorsichtig, weil ich erstens Scheiße schätzen kann und zweitens, weil mich Fußball nicht so mega interessiert. Deswegen... Meiner Meinung nach war das relativ offen vor der WM, da war man nicht so sicher, wie weit kommt Deutschland. Aber wenn man sich jetzt die letzten Spiele angeguckt hat, kann man eigentlich schon zuversichtlich sein. Oder? Ja, wobei man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte. Ne? Man weiß es nicht so genau. Ich kann das auch nicht so. Weil ich habe gesagt, die Brasilianer kicken die Deutschen weg. Ja? Eben. Eben. Deswegen sage ich nichts mehr. Halt mal lieber die Klappe. Fräulein Anne Erdmann möchte von uns wissen, wie würdet ihr die Welt zerstören? Ich weiß es nicht. Ich würde so Sterne und Kometen oder so drauf fallen lassen. Der Klassiker. Wow, sehr spektakulär. Naja, aber immerhin geht sie kaputt. Ich meine, das ist das Ziel. Kennt ihr Dragon Ball? Ja, aber nicht so gut. Ihr wisst, was eine Genki-Dama ist, oder? Nein, ich nicht. Leider nicht. Das ist so ein riesiger Energieball. Ah, ich hab's mir denken können. Und den schmeißt man dann einfach auf die Erde. Und am besten so vom Weltraum aus. Und dann boom. Ach, schön weit weg und dann so von weitem. Oh, guck mal da. Genau. Guck, was ich kann. So. Das ist das, was dieses Kamehameha und dann so kommt ähnlich. Diese Kugel. So ähnlich. Ah. Ja. Ah. Ah, nice. Also ich würde einfach erstmal alles Leben auslöschen, auch weiter, von weiter weg. Erstmal so eine gefährliche Pilzspore auf alles Leben. So. Ne, dann verreckt alles und dann irgendwas mit dem Erdkern machen, dass der so implodiert. Ich würde zu gerne mal die Erde so implodieren sehen. Einfach so. Und dann weiß ich nicht, dann ist er weg. Vivian Zeil fragt uns, was ist für euch das nervigste Geräusch aller Zeiten? Essgeräusche. Essgeräusche? Sorry, das geht gar nicht. Also. Ne, jetzt stört es mich nicht, aber wenn ich so extrem konzentriert bin, zum Beispiel wenn ich ein YouTube-Video oder so gucke und jemand neben mir ist, der was frisst, das bringt mich um. Also das tut mir richtig im Kopf weh und ich steigere mich richtig in diese Essgeräusche rein. Und dann werde ich zickig. Dann wirst du zum Gekauten. Ich wäre, oh nee, das ich mag ich gar nicht gerne. Deine Knochen dann splittern und nein, okay. Ach, und dieses Knacken mag ich nicht. Dieses? Ja. Oh, ach, jetzt klappt's natürlich nicht, der Vorführeffekt. Was ist los mit euch, ihr Finger? Es gibt Menschen, wenn man neben diesem Menschen sitzt, dann atmet er sehr laut. Aber das ist so ein natürliches, lautes Atmen. Das ist irgendwie unangenehm. Also, hör zu atmen! Dieser Mensch, schon viel besser. Dieser Mensch, der ist gerade jetzt nicht unter Anstrengung oder hat gerade Sport gemacht, sondern atmet einfach laut. Und irgendwie, ich weiß nicht, das geht einem irgendwann auf den Sack. Für mich so eines der nervigsten Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich so wirklich eins habe, was wirklich mich so voll auf die Palme bringt, aber wenn so eine Gabel über so einen Porzellanteller kratzt. Ja, genau. Katja schüttelt sich bereits. Oder hier so, was man hört, glaube ich jetzt nicht ganz, aber ich versuche es nochmal. So ein Klamotten-Falten-Schnippen-Dingens. Da möchte ich am liebsten dem. Ich weiß gar nicht, was ich alles würde. Fiktisches fragt. Habt ihr ein Lieblingswort? Mhm. Was? Ich habe ein Wort, das denke ich wahrscheinlich 20.000 Mal, also echt oft am Tag. Und das ist what the fuck. Und das ist, ich denke das in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich etwas gefailt habe oder Scheiße gebaut habe, what the fuck? Oder wenn ich etwas geil gemacht habe, what the fuck? Ja, okay. Es sind eigentlich drei Wörter, aber die wollen unbedingt ein Wort sein, ne? Ja, das gehört zusammen so. What the fuck? Ich sage gerne verfickte Scheiße. Aus irgendwelchen Gründen. Wenn ich mich ärgere, dann, oder zum Beispiel, wenn ich mich verlese oder verspreche oder mir fällt was runter. Ich bin ja sehr tollpatschig zu Hause, so. Und dann immer verfickte Scheiße. Hast du dir das schon mal bildlich vorgestellt, wie verfickte Scheiße aussieht? Oh! Also ich benutze das Wort eigentlich fast nie, beziehungsweise gar nicht, aber ich habe schon mal auf Soundcloud irgendwas hochgeladen zu dem Wort, und zwar ist es Reaktanz. Was das bedeutet, erfahrt ihr dort. Link in der Videobeschreibung. Merle fragt, könnt ihr einen Handstand machen? Schöne Grüße, Merle. In einer auffällig nachgestellten Szene zeigen wir jetzt, wie wir einen Handstand machen. Ja, Bojan, kannst du es nicht mal irgendwie... Hilf mal! Ah, wir können einen Handstand! Woo! So einfach! Hm. Ah!
Also, ED-Stein fragt, meint ihr, ihr würdet eine andere Persönlichkeit haben, wenn ihr einen anderen Namen hättet? Oh weia, das ist schwierig. Könnte ich so nicht beantworten. Stell dir vor, du bist richtiger Björn. Richtiger Björn. So. Richtiger Björn. Ja, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag so sprechen. Weil alle Björnsche sprechen so. Weil und kommen alle aus Schweden. Hatti? Stell dir vor, du heißt nicht Hatti, sondern Ursula. Was sind die typischen Eigenschaften einer Ursula? Hat das schon mal ein Zoologe irgendwie rausgefunden? Nein, aber ich finde... Es gibt ja so bestimmte Spießernamen. Und ich finde, die Leute, die diesen Namen haben, die sind dann auch irgendwie so spießermäßig drauf. Hm. Also ich kann mal einen ziemlich coolen Jürgen. Was ist denn so ein spießiger... ostasiatischer Name. Lee. Echt? Sowas? So Lees sind doch immer so Breakdancer oder. Lee, so heißt jeder. Das ist so wie Jürgen in Deutschland. Okay, Jürgen. Oder vielleicht irgendwie so Peter. Peter. Peter? Ich? Peter, ja, Peter. Wenn du ein Peter wärst. Dann wäre mein Leben vorbei, ey. Ihr seid einen Tag lang unsterblich. Was macht ihr? Ist das dann auch gleichzeitig gemeint, dass wir keinen Schmerz empfinden können? Weil dann würden mir schon ein paar Sachen einfallen, die ich gerne mal machen würde. Ja, also vom Laster überrollen. Dann kannst du am nächsten Tag als Brei weiterleben. Obwohl, nee, warte mal, wenn du für einen Tag nur unsterblich bist, aber dann den Rest wieder, ne, das wäre ja voll dumm, wenn du dann irgendwie was Lebensmüdes machst. Und dann bist du praktisch irgendwie so wie vom Laster überrollt, bist du Brei und am nächsten Tag so nach 24 Uhr. Ja, so, was jetzt? So. Nur ein bisschen. Gehen wir mal davon aus, dass dann wieder alles normal ist. Du darfst dich einen Tag lang austoben. Dann würde ich tatsächlich. Bedeutet aber nicht automatisch, dass du mutiger wirst, ne? Nee. Naja, das ist schlecht, weil ich hätte jetzt gesagt, Bungee springen. Keine Ahnung, was ich machen würde, wenn ich unsterblich wäre. Ich glaube, ich würde mal im Ozean einfach mal so eine Runde tauchen. Das wollte ich sagen, weil ich war schon mal mit Haien tauchen in Australien ohne Käfig. Und ich finde ja Haie super faszinierend. Ja, und wenn ich unsterblich wäre, würde ich die ganzen Weltmeere, also in dem Moment dann ein Meer oder so richtig erkunden, mit den Tieren schwimmen und so Quallen. Also Meer fasziniert mich ja extrem. Haie sind ja eigentlich, so, die wollen ja nur spielen, ne? Also die machen ja eigentlich nichts, es sei denn du blutest oder bist hektisch. Delfine sind viel, viel abgedrehter. Die sind wirklich, wirklich kranke Bastarde. Haie, also ich stelle mir mich ja immer so mehr vor, und wenn mir so ein Hai entgegenkommen würde. Nein, ich würde versuchen, so die Schnauze zu halten, weil die haben da so Millionen. So. Ich würde versuchen, einfach die Schnauze zu halten. Nein, die haben da so kleine, ich sag jetzt so was wie Sensoren, ich habe den Namen vergessen, die haben einen ganz bestimmten Namen. Und die fallen dann so wie in so einen Schlaf. Also die werden dann so wie Hypnose ist es für die. Und dann lassen die sich so fallen und werden dann. Warte. Nein, nicht so! Ach so. Aber so! So, von Toni Mugambe Baby fragt. Mal andersherum, welche Frage würdet ihr der Community stellen? Oh! Wow! Welche Schuhgröße habt ihr? Wie alt seid ihr? Und meine Frage an euch ist, hättet ihr gerne Beine, die so lang sind wie eure Finger? Oder Finger, die so lang sind wie eure Beine? Alter! Ja. Schreibt es unten in die Kommentarbox rein. Die nächste Frage kommt von der lieben Jule. Sie fragt, was ist euer Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat? Also was, womit ihr euch identifizieren könnt vielleicht. Meins ist von Bertolt Brecht. Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist Gedanken zu denken. Das ist auch sehr schön, aber ich finde Aristoteles auch sehr schön. Alles, was auf der Welt ist, hat die Tendenz, zu einem Ziel zu streben. Und jetzt bist du dran. Ich habe auch ein Zitat im Kopf. Suche dir einen Job, der dir Spaß macht und du musst nie wieder arbeiten. Das ist sehr nice. Für diejenigen, die vielleicht noch zur Schule gehen, strengt euch an, sucht euch einen coolen Job und dann habt ihr das Gefühl, dass ihr nie wieder arbeiten gehen müsst, weil euch dieser Job Spaß macht. Ja, das ist sehr wahr. Wow, die Fragen sind leer. Trotzdem bedanken wir uns für die ganzen Fragen, Leute. Ja, das ist vollkommen richtig. Nächsten Samstag gibt es wieder einen neuen Community-Check, dann vielleicht sogar mit Kommentaren, die wir dann mal diskutieren können. Da ist Abonnieren, da ist Excalibur und da sind zwei Videos für euch. In der Videobeschreibung sind die Social Media Links und unsere Kanäle. Wir verabscheuen uns, entschieden uns. Tschüss.